Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Ein herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Juni 2017. Mein erster und wichtigster Neuzugang ist hier, tadadada, mein Kindle. Viele haben es wahrscheinlich schon über Facebook mitbekommen. Ja, auch ich gehöre jetzt zu den Kindle-Besitzern. Ich habe mich ja viele Jahre dagegen gewehrt. Aber es gibt mittlerweile einige Krimis, die sich sehr gut anhören, die es leider nur als E-Book gibt. Und darum habe ich mir jetzt irgendwann gedacht, komm, jetzt springst du mal über deinen Schatten und besorgst dir doch einen. Da habe ich auch schon drei E-Books draufgeladen im Juni. Einmal Steif und Kantig sowie Landluft und Leichenduft von Gisela Ganschröder. Steif und Kantig habe ich auch schon gelesen. Da geht es um zwei ziemlich ungleiche Schwestern, die nebeneinander wohnen, sich eigentlich nicht leiden können, aber dann wie in einen Mordfall verwickelt werden. Sehr lustig. Und das dritte Buch, was ich mir darauf geladen habe, das lese ich gerade, Venezianische Verwicklungen von Daniela Gesing. Gefällt mir bis jetzt nicht ganz so gut. Da werde ich dann im neuen Lesemonat vom Juli mehr erzählen. Und dann kommen noch die Bücher, die ich mir beim Weißblauen Booktuber-Treffen besorgt habe. Elsässer Sünden sowie Elsässer Versuchungen von Jean-Jacques Laurent. Habe ich erwähnt, das ist das Pseudonym von Jan Beinsen. Dann Hanne Holmes, Baleanblut, ein Mallorca-Krimi, auf den ich auch sehr neugierig bin. Dann war Buch Blind Date. Da habe ich mir geholt, Macrossov, wahrscheinlich Liebe. Muss ich mal reinlesen, kann sein, dass es was für mich ist, kann sein, dass es auch schnell wieder ins Regal wandert. Und zu guter Letzt haben wir noch zwei Rezensionsexemplare vom Emons Verlag, die ich mittlerweile auch beide gelesen habe. Einmal die Alpmüllhexen von Richard Auer. Hat mir sehr gut gefallen. Und Gina Greifenstein, Teufelstropfen. Das ist das Buch, das ich jetzt dann gleich im Anschluss für euch noch rezensieren möchte. Also wieder einige schöne Bücher eingezogen bei mir. Kennt ihr schon eins davon? Wenn ja, könnt ihr mir ja eure Meinung in die Kommentare posten. Wie gesagt, wir sehen uns gleich zu einer Rezension wieder. Bis dann, Maya 3007.